Moin moin Leute und damit herzlichst willkommen zur ersten Ausgabe des Laberlasters mit dem reinen Sonntagsformat. Mit mir zusammen dabei heute wieder der gute Mo. Genau, hallo. Und das Spiel hat sich auch gedacht, es beginnt eine neue Ära, in dem ein Update kommt und wir wieder zurück nach Frankfurt versetzt wurden. Das heißt, wir können jetzt wieder von unserer Firmenzentrale aus starten und uns von hier aus einen neuen Auftrag suchen. Ist jetzt die Frage, ob wir noch irgendwas anderes machen wollten. Wir haben momentan 111.171 Euro zur Verfügung. Ist die Frage, ob wir da irgendwas mitmachen konnten, machen wollten. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Da müssten wir erstmal unseren kreditären Sachbeauftragten fragen. Ach ja. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wo war das nochmal? Bank? Wir haben momentan 300.000 Verschuldung, wir haben auch 180.000 ungenutzten Kreditrahmen. Dann stellt sich mir die Frage, geh nochmal raus aus dem Bankbereich, welches Level hatten wir? 12. Haben wir das jetzt recht frisch bekommen hier? Das kann sein, ja. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal bekommen. Ja, dann müssten wir, glaube ich, was tun tatsächlich. Dann fahren wir erstmal zur Werkstatt rüber. Die dann schauen wir uns sein? Das erstmal gemeinsam an. Auf geht's. Oder zumindest in der Nähe. Genau, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal gemacht haben. Ich hatte nicht die Zeit gehabt, das jetzt nochmal kurz vor nachzugucken. Weil ich musste tatsächlich mir echt einiges immer von euch sammeln gehen hier wieder. Wir haben heute insgesamt 3 Fragesteller. Und einen davon, das ist wieder der Skillo-Therapeuten-Block. So ein bisschen. Bedankt sich auch bei uns, dass wir hier so therapeutisch unterwegs sind. Stell diesen Verkehr runter. Das fällt jetzt gerade nicht auswendig, wie es geht. Das müsste ich erst lange nachschauen. Ich kann mir vorstellen, wo es ist. Das ist gar irgendwie in der Konsole. Ja, hier sind die Gameplay-Einstellungen. Das ist, muss man so eine Konsole öffnen, so einen Befehl eingeben. Ach so, den hast du da noch gebastelt. Jo. Eigentlich müsste das eine Gameplay-Einstellung sein. Nee, da kann man die Verkehrsdichte nicht einstellen, soweit ich weiß. Ey, ey, ey. Himmel, ja gut, dann quäl dich durch den Stau. Dein Ding, wenn du hier nochmal wirklich den originalen Stadtberufsverkehr-Ding nachbilden willst. Okidoki, ja genau, also haben heute dann einen Skillo-Block vor unserer Brust, dazu noch wieder eine Frage bzw. noch ein Kommentar von Manu, auf den gehe ich gleich noch eben kurz ein und dann haben wir heute auch noch was von dem guten Herren Keine Ahnung, der uns auch noch was fragt, seine Frage werden wir gleich vorziehen, geht um die Partei und wird auf jeden Fall, denke ich, lustig werden, mal schauen, wie lange der Part überhaupt wird, also ich versuche es einmal so in einem heute so ein bisschen alles abzuhandeln, was ihr uns in den letzten 3 Folgen habt zukommen lassen. Das heißt, heute quasi eine pickepackevolle Sendung, hätte ich fast gesagt, um es mit Zeiglers Worten zu fassen. Hallo. Mal schauen. Genau. Hallo. Auch gut, dass ich gerade jetzt die fetten Rechtschreibfehler hier in meinen Notizen habe, aber auch egal. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit Manus Kommentar vom letzten Mal. Und der hat nochmal was zur Frauenquote dagelassen, dass er für eine Regelung 44-55% wäre. Ne? Mhm. Für unsere Frauenquote-Geschichte. Und das aber nur auf 3 Legislaturperioden oder so, weil danach meinte er, anhand von anderen Beispielen könnte man sagen, dass dann das Thema quasi von selbst erledigt sei, wenn man es dann selbstverständlich ansehen wird. Und Stichwort Kompetenz hat eine Reihe ganz viele unkompetenter Minister dir aufgeschrieben. Die Liste möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt vorlesen, die überhaupt nichts von ihrem Fach verstanden haben. Aber es gab natürlich auch einige gute Minister, die er sogar tatsächlich noch fragen würde, als Rot-Rot-Grün-Vertreter noch von CSU oder FDP, ob sie einen Posten übernehmen würden, weil er sie tatsächlich einigermaßen kompetent fand. So, dann lass mal gucken. Wir haben tatsächlich hier ein bisschen was zur Auswahl. Yep, das heißt, wir müssen ja wieder in den Bereich des Was tun wir hier gehen. Können wir nochmal einen besseren Motor nehmen? So ein bisschen besser zumindest, 30 PS mehr. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Frage ist jetzt erstmal, genau, hier haben wir 12 Gang nur wieder Retarder-Geschichten. Den brauchtest du ja nicht, haben wir glaube ich mal gesagt gehabt. Also ich weiß nicht, wüsste nicht, man kann automatisch einen Retarder einstellen, dann müsste ich mich nicht drum kümmern, aber ich wüsste jetzt nicht, wofür ich ihn verwenden sollte. Gut, also einmal den besten Motor, kannst du mal auf die Anhängerlast gehen, da habe ich was gesagt, auf die Hinterachsen.
Ja, hier haben wir Take Lift, also ne, mit. Und der letzte? Mit Lift. Das heißt, jetzt nochmal ganz kurz der Unterschied: Der eine bringt einem. Also hinten kann man entweder die Wendigkeit. Das hoch und runter und. Oder halt das mittlere hoch und runter. Also mehr Wendigkeit und mehr Schwergut und Steigung und Gefälle. Mal wieder einen nach oben. So gerade die Werte, um abzugleichen. Achso. Ja, nee, genau. Zwischen diesem und dem letzten. Also zwischen dem 41.000er und dem 49.000er, bitte nochmal hin und her klicken. Ja, gut, dann wird's ja wohl der sein. Jo, das ist irgendwie praktisch. Das heißt, man ist wendiger, wenn man die hintere Achse oben hat, nehme ich an. Das ist damit wahrscheinlich gemeint. Genau. Plus, wir kriegen noch ein bisschen was auf Schwergut und steigende Gefälle, von daher ist das ja nicht verkehrt. So, und dann nochmal in den Innenraum. Innenraum? Ah ja, das können wir als bessere Interieur nehmen. Oh ja, das sieht doch auch gut aus. Nicht mehr so billig hier. Also man kann ja sagen, was man will, aber Iveco ist auf jeden Fall sehr auf Belüftung bedacht. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir auch nochmal das mit und dann denke ich, haben wir es soweit. Oder man könnte das Retarder, so ein Retardergetriebe nehmen und das irgendwie automatisch das machen lassen. Den Retarder, aber ich weiß das halt nicht genau. Bier. Also das musst du wissen, also genau. In den Gang wollte ich dir da nicht reinfuschen. Da würde ich dann automatisch einen Retarder einstellen, das geht ja in den Optionen. Halt, muss ich auch selbst. Gut, alles klar, ja, den Rest lassen wir. Darüber hinaus, ich denke mal, Reifen, weiß ich nicht, da gibt glaube ich nichts Besseres. Ich weiß nicht, den zweiten hat es verstellt durch die neue Achse. Das kann sein, ja. Ja, so sieht's auch aus. Nehmen wir mal den hier. Genau. Das dürfte der gleiche sein, nehme ich an, ja. Gut, dann haben wir's. Dann kannst du damit jetzt einmal zur Kassa gehen, wenn du mit dem Gang zufrieden bist. Jo, dann. Oder man könnte, was man noch machen könnte, wäre halt noch ein größeres Führerhaus. Dann wären wir auch langsam an unseren finanziellen Grenzen angelangt. Ja, das würde ich nicht unbedingt sehen. Das will ich mir schenken, wegen, dann kannst du bald besser Richtung neuen LKW schauen. Also, ich weiß, es sei denn, du bist so scharf drauf. Wir können auch Nägel mit Köpfen machen, mir ist das auch egal. Ja, ich meine, ich sehe auch nicht so ganz so krass den Grund, einen neuen LKW zu besorgen. Ich meine, wir haben ja auch noch ein paar Motoren offen. Ich weiß nicht, was der größte ist von Iveco. Ja, dann dreht noch was am Führerhäuschen. Mein Hüt, dann. Dann haben wir es noch mal ein bisschen schicker hier. Jo. So, beim nächsten Mal können wir vielleicht noch mal eine Lackierung nehmen oder so. Mal schauen. Ja, dann auch bestellen. Den Rest des Geldes sollten wir mal aber zusammenhalten. Noch für eine Kreditrate und für einen vollen Tank. Gut, sehr schön. Ja, man kann ja auch überziehen. Ja, weiß ich auch, aber so vom Grundgedanken her. So, okay. Dann können wir jetzt uns einen neuen Auftrag suchen. Exakt. Dann lass mal ganz kurz nachschauen. Jo, Aufträge. Wir sind wieder in Frankfurt. Und der Beste auf die Strecke gerechnet geht nach Katowice. Ja. Doch. Wird auch mit Abstand am besten bezahlt, von daher Abmarsch. Jo, stimmt. Das ist ein großer Unterschied. Ist auch nicht allzu schwer und passt alles. Nehmen wir den einfach mal. Gut. Sehr schön. Gut, dann fährst du den mal abholen, derweil ich dann nochmal auf unser Fragenpaket schaue. Ja, genau, also der Kommentar von Manu von vorhin, ne, haben wir geklärt dann. Ja, dann gab es noch so ein bisschen eine Fragestellung, noch so eine halbe, wo ich gefragt wurde, ob ich meine Außenpolitik nicht nochmal anhand von Beispielen mal einmal kurz vielleicht abgehen kann. Also ich bin ja grundsätzlich meine Außenpolitik so für sich schon durchgegangen, aber das mal vielleicht mit Beispielen so untermauern, habt ihr gemeint. Wäre nicht allzu verkehrt gewesen. Ich muss mal kurz gucken, von aus welcher Ecke gerade diese Art von Frage nochmal kam. Muss ich nochmal eben schauen. War das in der letzten oder war es in der vorletzten Folge gewesen? Das war in der vorletzten Folge. Genau. Das war von Bilderrahmen und von Manu im Zusammenhang geschrieben worden. Und zwar soll ich das Ganze an den Beispielen nochmal von Syrien, Jemen und Russland erläutern, was ich da quasi vorhätte.
Ja, gut, Mo. Bevor ich damit loslege und das Bild meiner Außenpolitik da einmal krickeln gehe, kurz die Frage: Syrien, Jemen, Russland. Wie würdest du erstmal außenpolitisch mit diesen drei Ländern umgehen? Tatsächlich kenne ich mich da mit der Außenpolitik in der in der Region auch gar nicht so gut aus. Deswegen könnte ich jetzt gar nicht wirklich da irgendwelche Vorschläge machen, wenn ich ehrlich bin. Wichtig ist, Syrien als einzelnes Land zu betrachten, Jemen als einzelnes Land und Russland als einzelnes Land in den Szenarien. Ja, Mit Russland müsste ich auskennen, oder? Also. Naja. Wenig. Okay. Ich kenn mich allgemein kaum mit Außenpolitik aus. Okay, gut, dann weiter geht's. Okay. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn deine politischen Steckenpferde, wenn man das kurz klären kann? Wir haben ja letztens mal erklärt, Wirtschaftspolitik ist nicht so dein Steckenpferd, Wirtschaft und Finanzpolitik, Außenpolitik jetzt auch nicht so. Wo hängt denn dein Herz mit dran? Ich finde so, dass eigentlich ist ganz interessant, wie man so die Gesellschaft quasi verändern könnte oder so, solche Sachen. Also, sowas, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber, ich finde das, also, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber, dass man irgendwie, vielleicht Politik macht, um eine offenere Gesellschaft zu formen oder sowas. Sowas finde ich ganz interessant, wie das funktionieren könnte. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Der Fachterminus dafür fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber dann lassen wir es mal so stehen. Ich weiß nicht. Gesellschaftspolitik, das passt da auch nicht so vom Wortschatz her. Ja, aber wir können uns, denke ich, vorstellen, was du meinst. Gib mal ganz kurz jetzt, damit ich mich gleich nicht totlaber und ich noch weiß, wann ich von den Fragen zu Fragen springen habe, mal eben mir kurz, wie lange sind wir jetzt schon dabei? 12 Minuten. Alles klar, besten Dank. Gut, okidoki. Dann würde ich sagen, lass mal loslegen. Wir haben Außenpolitik an von Syrien. Mittlerweile schwer, muss ich sagen. Das wäre noch vor ein paar Jahren ein bisschen einfacher gewesen, wo die anderen Mächte, hier im spezifischen Russland und der Iran, noch nicht so ultra viel in die Waagschale geworfen haben. Jetzt also momentan der Interessensgrad da relativ hoch, auch die Türkei mittlerweile da recht tief mit drin. Ja, jetzt tatsächlich sehr, sehr schwierig zu handeln. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, was kannst du da noch tun, um da jetzt möglichst, also jetzt böse gesprochen, Frieden zu erreichen, ohne dass du die russischen Ziele, das heißt Assad an der Macht halten, ist ja so das russische Primärziel, ohne dass du das mitverfolgen musst. Und das ist schwierig, weil die Opposition als solches ja quasi fast non-existent mehr ist. Also es gibt noch so, glaube ich, die letzten 1, 2, 3 Städte so roundabout. Also quasi noch so eine kleine Region, nenne ich es jetzt mal, die so ein bisschen gestaffelter ist, wo jetzt die letzten Offensiven, glaube ich, auch bald starten. Sieht auf jeden Fall ein bisschen dünn aus dahingehend. Man könnte sich mit Erdogan zusammentun. Der hat ja schon seine kleine Zone da geschafft, aber keine Ahnung, dann knallst du halt quasi instant auch gegen die Kurden. Das bringt halt auch wieder nichts. Also Syrien, ganz verzwickte Lage. Also deswegen mische ich mich auch gerne erstmal früher als später ein, weil je länger es dauert, desto schlimmer wird's. Also der einzigen, mit denen ich mich da zusammenschmeißen wollen würde in der Region, aber das gibt einen Stress ohne Ende, wären die Kurden, glaube ich. Ja, kann ich nachvollziehen. Das so die Partei ist, also die Kriegspartei, mit der ich vielleicht noch am besten leben könnte. Dass man
Ja, aber damit könntest du vielleicht auch mehrere Firmen in eine Klappe schlagen, ja doch. Also, dass du versuchst... Dass du versuchst quasi die Kurden wahrscheinlich zu unterstützen am ehesten. Damit legst du dich mit allen Mächten an. Kann ich so schon sagen. Also, also die Kurden kann einfach gar keiner leiden in der Ecke. Ein bisschen das Israel-Phänomen. Aber das könnte tatsächlich, wenn du das durchgedrückt kriegst, ein ziemlich altes Problem lösen. Dass du dann drauf gehst, dass du vielleicht die Kurden tatsächlich unterstützt. So, eine Sache möchte ich gerade nochmal nachschauen. Jo. Haben wir denn den automatischen Retard jetzt eigentlich eingeschaltet? Ja. Die Kurden aber nur unterstützen im Bereich Syrien, ne? Also zumindest so für meinen Geschmack. Also da muss tatsächlich auch da massiver politischer Einfluss her. Den kannst du quasi dann mit Waffen und finanziellen Lieferungen dir so ein bisschen erkaufen gehen. Genau, die kurdische Fraktion da in der Ecke unterstützen. Versuchen, dass die da quasi mit dem eigenen Staat noch rauskommen. Ich denke, nee, also gegen Assad anstecken kann, das wird nicht mehr klappen. Also der wird das Ding gewinnen. Einfach weil er die Russen so breit im Rücken hat und auch, wie gesagt, der Iran dann nochmal gut mitspielen geht. Dementsprechend, also muss ich mich damit anfreunden, aber dass du quasi dann versuchst, oder dass man versuchen wird, dazu eine Alternative zu schaffen. Also die Alternative Kurdistan und dann kannst du halt immer mit Erdogan kannst du dich hinstellen, reden, dann ist dann seine Sache so entweder halt, also er lässt die Griffel davon und lässt alles so, wie es ist. Oder alternativ, er kann gerne auch meinetwegen dann überlegen, ob er vielleicht dann, klingt fies, war in Europa aber auch sehr hilfreich, um einige kriegerische Auseinandersetzungen so ein bisschen zu erden, ob er dann nicht vielleicht ein paar Kurden einfach rausschmeißen geht Richtung Kurdistan. Das war ja so ein bisschen dieses Deutschland-Polen-Ding, damit haben wir unsere Geschichte ja auch gelöst. Mhm. War fies, war äußerst unhuman. Ja, doch, in der Tat. Aber langfristig effektiv. Ja, das kann man, das kann man so sehen. Also, es ist zwar, ja, es ist nicht so toll, aber es löst irgendwo doch Probleme. Wir feststellen können, Außenpolitik ist nie toll. Ja. Also zumindest, wenn wir über Krisenherde sprechen. Es gibt ja auch Gebiete auf der Welt, die sind keine Krisenherde, da kann man auch was Schönes noch machen mit. Aber das hier sind jetzt Krisenherde und dementsprechend nicht so schön. Der Jemen, muss ich sagen, im Jemen-Konflikt sitzt. Achso, ich habe gar kein Licht an, fällt mir gerade auf. Ha! Gut, dass du es noch angemacht hast, hätte bald bestimmt eine Strafe nach sich gezogen. Das hätte gut sein können, ja. Im Jemen-Konflikt habe ich tatsächlich selber nicht den Ultra-Einblick in die Geschichte. Da muss ich tatsächlich ein bisschen passen gehen. Da hält sich es bei mir ein wenig in Grenzen mit dem Wissen. Genau, über Jemen weiß ich quasi gar nichts. Also ich weiß, dass die Saudis auf der einen Seite stehen und eine dieser Fraktionen unterstützen. Also das ist ja quasi eigentlich ein Bürgerkrieg, auch da an der Ecke. Mhm. Da geht es auch wieder darum, welche Mächte im Hintergrund quasi der Strippenzieher sind. Das Saudi-Arabien auf der einen Seite und ich nehme mal wieder ganz schwer an, den Iran auf der anderen Seite. Würde mich zumindest wundern, wenn es nicht der Iran wäre. Das ist ja so die große Counterpart-Fraktion da momentan. Das ist ja immer so Saudi-Arabien gegen den Iran. So, ja. Wer jetzt da im Nahen Osten so aus den Lokalmächten das Sagen hat. Ja, sie holen quasi so ein bisschen europäische Geschichte nach. Die einmal so gegenseitig ein bisschen aufs Fressbrett geben. Ja. Den Leuten dort geht's auch richtig mies, ne? Ja. Da aber Ruhe reinzukriegen, auch brutal schwer. Also eher möglich als wahrscheinlich in Syrien, weil die teilnehmenden Mächte nicht so groß sind wie Russland. Nicht so groß sind wie Russland, richtig, ja, genau. Ich war gerade ein bisschen im Hin und Her überlegen, so, Iran ist auch schon sehr ungemütlich, muss man sagen. Aber im Zweifel noch machbarer im Händeln als halt Russland. Mhm. Ist ja auch wieder die Sache, wie krass die Hardliner dort ihre Position vertreten. Wie viel steckt der Iran schon in diese Jemen-Geschichte? Das ist immer die ganz große Preisfrage, im wahrsten Sinne des Wortes. Je mehr du quasi an Mitteln, Machtmitteln, politischem Gewicht du in einen Konflikt reingeworfen hast, desto ungerner ziehst du dich da wieder raus zurück. Ja, genau. So, und man will die Mittel nicht alles verschwendet haben.
Richtig, genau. Und dementsprechend musst du halt immer so eine Lösung finden, die entweder an diesen Leuten, die da zu viel reingesteckt haben, vorbeigeht, so ein bisschen die drumherum taxieren, oder alternativ findest du einen Weg zusammen mit denen. Das Problem ist, anhand der Staaten, von denen wir hier reden, findest du keinen Weg mit denen, zumindest nicht einen, der meinen Wertevorstellungen entspricht. Macht es übrigens auf beiden Seiten schwierig, fällt mir gerade auf. Also, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Saudi-Arabien auf der anderen Seite, ne? Dass wir das mal kurz erwähnt haben. Also, nee, also das wüsste ich wirklich nicht. Also, das... Also, das ist auf jeden Fall nicht zu machen, ohne dass das nicht mit beiden Parteien auf lange Zeit verscherzt. Weil das geht, also... Jemen wirklich zu lösen, also das würde ich glaube, das würde ich mich glaube ich nicht unbedingt trauen. Das wäre nicht ein Land, wo ich reingehen würde. Da würde ich mir tatsächlich erstmal ein einfacheres im Verhältnis vorknüpfen gehen. Wie gesagt, mein Punkt war ja auch gewesen, man solle nicht überall reinrennen, sondern irgendwo einmal und dann richtig. Und diese Taktik müsste ich dann glaube ich auch befolgen. Also wenn es um den Jemen geht, wie gesagt, ich finde da gerade keine Lösung, so jetzt in 10 Minuten. Wo ich da mit 100% zufrieden bin. Das heißt, entweder Pfoten von lassen, weil es doch ein extrem heißes Pflaster ist, oder halt völligst ein Rennen gehen und beiden Parteien durch Einmarsch klar machen, hier ist Ruhe. Weder du noch du haben was zu suchen hier. Ja. Das sind die einzigen beiden Optionen, die mir da jetzt effektiv einfallen. Ich bevorzuge aber da, die Griffel rauszulassen. Weil... A, gerade meine aktive Unwissenheit hier. Und B, dass ich auch einfach da keine so richtig feine Lösung habe. Also klar, Syrien ist auch schon keine feine Lösung, aber eine bessere als das, was ich jetzt für Jemen zu bieten habe. Du noch vielleicht eine Ergänzung dazu? Nicht wirklich. Entschuldigung, ich muss gerade in der Nase putzen, das musste ich mir jetzt eben noch kurzzeitig dann gönnen. Ja, fast also, den Vordermann hinten drauf gefahren. Weil er auf einmal langsamer geworden ist, als ich erwartet hätte. Hast ja auch wieder enge Landstraßen. Ja, das stimmt. Dann noch der letzte Punkt, nämlich Russland, wie ich mit Russland umgehen würde. Ja, da wäre das Prinzip eigentlich, wie gesagt, die europäische Armee, hinter der ich ja auch schon seit einem Weilchen hinterher bin. Problem ist tatsächlich ein effektives Problem. Dass sich meine Außenpolitik ganz, ganz stark mit der Außen-, mit der europäischen Armee also auseinanderdriftet. Weil europäische Armee hieße, die Streitkräfte zu bündeln, aber auch da wieder dann Leute in den Einflussbereich zu holen, weißt du, die mir dann wieder so eine Aktion unmöglich machen. Was ist denn hier los? Gute Frage. Aber ich glaube, es geht gleich wieder weiter. Oder? Ich habe zumindest da Bewegung gesehen. Ich glaube, die KI hat sich ziemlich verkracht. Na doch, jetzt geht's weiter. Ja, schön. Er ist schon zurückgerollt. Ja. Anders geht das hier nicht gehen. Gut, sauber. Ja, kleine Rechnung halt. Ja, also wie gesagt, das schneidet sich ganz, ganz stark mit der europäischen Armee. Das heißt, auch da wieder vor der Amtszeit überlegen quasi, was will man umsetzen, europäische Armee oder Intervention. Beides wirst du nicht kriegen, dann müsstest du die gesamte europäische Armee den Kommandostand quasi unter deine Kontrolle bringen. Schwierig. oder du müsstest halt du musst halt zumindest die Machtinteressen innerhalb der europäischen Armee ganz, ganz krass reduzieren. Das ist schwierig. Also, aber wie gesagt, gegen Russland spreche ich für mich primär erstmal als Absicherung quasi raus aus NATO, rein in eine europäische Armee. Und dann würde erstmal ein längeres Gespräch über Russland, die russischen und die europäischen Interessen anstehen. Kann ich euch sagen. Weil da wäre ich dann klarer Fan von, wir grenzen voneinander ab. Ne? Das ist dein Bereich, das ist unser Bereich. Und dann sehen wir zu, dass wir möglichst mit anderen erstmal nichts zu tun haben. Da will ich also, das ist halt so ein, das ist nämlich so eine Geschichte. Oh, ja, hat jetzt ein bisschen verschätzt. Weil ich weiter beschleunigt habe und dann ging wieder ging's wieder bergab und dann bin ich wieder abgehauen. Belastend.
Wäre das nämlich so eine Geschichte, das funktioniert historisch ein bisschen besser, weil wenn du halt quasi dich mit dem Russen so ein wenig einigst, so wo wessen Interessensphären liegen, dann hast du da meistens ein bisschen mehr Ruhe mit. Weil einfach er fühlt sich dann weniger umsingelt, glaube ich, weißt du? Mhm. Auch diese Geschichte raus aus der NATO, das wäre halt nochmal so ein Zeichen in den Osten hinein. So. Weil ich persönlich arbeite immer gerne eher mit Russland als gegen Russland. Mhm. Ganz persönlich. Weil gegen Russland zu arbeiten, das sorgt auch immer nur eher für Stress. Du kannst. Ja. Ich glaube, du hast einen größeren Einflussfaktor in Russland, wenn du dafür sorgst, dass sie Russland eben nicht abkapselt, sondern du tatsächlich versuchst, mit denen zu arbeiten. Mhm. Geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wir sind ja schließlich nicht in Großbritannien und die Appeasement-Politik. Dem wollte Spaß halt auch auf. Aber so fürs Grundsätzliche, dass man versucht, halt sich ein bisschen zu einigen und dass man dann eher versucht, die Kooperationsschiene zu fahren, als das Gegeneinander. Mhm. Wie gesagt, das wäre dann auch wieder sehr radikal, weil ich glaube, zugunsten quasi des Baltikums, wie man die Ukraine opfern müssen oder so ein Shit. So gedanklich. Von Einflusssphären her. Mhm. Irgendwo wirst du unangenehme Abstriche machen müssen, nehme ich an. Weil den Russen kannst du die Ukraine nicht abschwatzen gehen. Es sei denn, du gehst Ukraine aufteilen. In den ukrainischen Teil und den russischen Teil. Dann geht das vielleicht auch. Weiß aber nicht, ob das so richtig die Lösung ist, Russland dann den Osten der Ukraine zuzusprechen. Wobei ich sowieso der Meinung wäre, dass man da ruhig den Ländern die Teile zusprechen kann, wo halt die Bevölkerungsmehrheit eben ist. Also so aus meiner persönlichen Ideologie sozusagen würde ich das so in Ordnung finden. Weiß jetzt nicht genau, wie das in der Situation, was da noch alles reinspielt. Das kann ich dir auch jetzt auf Anhieb nicht sagen, aber ich weiß, dass das ja so ein Punkt ist. Wenn das so ein Deal ist, den du als Europäer mit den Russen durchziehst, ich möchte den Amerikaner gerade nicht vorstellen, wie der in seinem Büro dann sitzt. auf einen Dachschaden haben. Aber das wäre so ein bisschen das, worauf ich gehen würde, halt das klare Abgrenzen von Interessensphären. Mhm. Kann dir auch dahingehend erstmal schon mal nochmal Pluspunkte dahingehend so ein bisschen einbringen, dass das sich vielleicht positiv auf andere Konfliktbereiche ein bisschen auswirken könnte. Mhm. Weil wenn du schaffst, mich dich über Europa das schon mal so ein bisschen zu einigen, dann heißt das, du bist erstmal in der Lage, dich überhaupt mal über was zu einigen mit denen. Dass du da dann mal so ein bisschen eine Idee von kriegst. Interessante Streitfrage zum Beispiel wäre bei der Geschichte auch noch Serbien. Mhm. Was machst du mit denen? Weil das ist ja immer so russisches Einflussgebiet extrem weit weg von ihrer eigenen Grenze. Ja. Hat auch immer in der Vergangenheit viel für Stress gesorgt. Zum Beispiel 1914. Ja, und solange du quasi, also solange die Serben immer so ein bisschen unter russischen Fuchtel stehen, wird es immer schwierig, den Balkan da einigermaßen ruhig zu halten. Und das ist ja auch wieder so eine religiöse Geschichte, ist da alles in der Ecke immer. Mhm. Russisch orthodox, die Kroaten sind Katholiken. Die Bosnier sind Muslime. Das ist ganz richtig. Da hast du auch so ein wildes Völkergemisch und wilde Völkergemische sind immer kritisch. Zumindest so seit dem Aufkommen der Nationalstaaten. Immer ein schwieriges Pulverfass. Ja, genau, aber das wären so meine Pläne, was die Szenarien angeht. So, dann würde ich sagen. Oh, wir haben so viele Fragen noch. das werden wir ohne zweite Folge nicht packen. Ich glaube, die zweite Folge müssen wir echt noch anreißen gehen. Dann werden die EU4-Spieler vielleicht ein bisschen leiden müssen. Weil ich dann, glaube ich, deren Kram jetzt nicht auf einmal fertig kriege. Aber, also nicht pünktlich fertig kriege, aber ich glaube, ohne zweite Folge werden wir aus der ganzen Affäre nicht rauskommen. Das heißt, wir machen jetzt noch eben eine Frage dann noch fertig, die von eben keine Ahnung, die ich schon angetriggert habe, die ich noch vorziehen wollte. Mit der Partei, die Partei. Mhm. Und dann machen wir Feierabend und musst dir noch einen Tank anvisieren. Oh ja, stimmt. Gut, weil du dann schon mal nach Rastplatz und Tanke suchst, kommt die Frage an der Stelle von keine Ahnung, was halten wir von der Partei, die Partei? Und ergänzen da direkt die Information, Tobi ist übrigens Parteimitglied dort bei dir. Ui, wusste ich noch gar nicht. Ja, du darfst loslegen. Der Partei, die Partei.
Ja, also ich habe die eigentlich ganz gerne, weil die halt auch, die sind halt nicht nur witzig, sondern die machen halt auch auf Sachen aufmerksam, auf die aufmerksam gemacht werden sollte. Und das ist halt, ja, das ist halt gerade etwas sehr Wichtiges. Und ich habe die auch so gerne, dass ich da theoretisch ganz gerne auch Mitglied werden würde. Es ist halt nur nicht, die meisten Parteien lassen es halt nicht zu. Also bei der Partei ist es egal, ob man woanders Mitglied ist, aber die anderen Parteien, denen ist es nicht egal. Deshalb fällt das für mich raus, aber ich habe sie ganz gerne, ich sympathisiere mit ihr. Ja, und ich weiß halt nur nicht genau, ob das so gut ist, wenn man ihr jetzt viel zu viel Platz einräumt, dass sie jetzt halt auch in Parlamente einzieht und sowas. Also jetzt, gut, mit einem Sitz kann man vielleicht nicht viel kaputt machen, das ist vielleicht auch gerade gut, dass man halt da drin ist in der Geschichte und dann darüber aus nächster Nähe berichten kann und da seine Aufmerksamkeit kriegt. Aber wenn es darüber hinausgeht, über diesen einen oder zwei Sitze, wie sie jetzt im Europaparlament haben, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil das könnte dann halt auch wieder alles blockieren quasi, weil halt mit denen auch keiner zusammenarbeiten will, weil sie ja halt nur Blödsinn machen angeblich. Was heißt angeblich? Also, ja gut, sie machen die wirklich nur Blödsinn, aber es wirkt halt nach außen hin so. Ja, also ich mag sie ganz gerne. Wählen würde ich sie jetzt persönlich nicht. Aber ich finde es ganz gut, wenn sie so, was weiß ich, so 5% wären in Ordnung, wenn sie die kriegen vielleicht. Keine Ahnung. Sag ich mal so. Oder ein Direktmandat. Aber das wird wahrscheinlich schwierig werden. So, dann habe ich jetzt geparkt. Ja. Oder soll ich noch weiterfahren? Nee, schon denke ich, okay, so lange werde ich jetzt auch nicht dran aufhalten. Also bei der Partei, die Partei für mich in dieser, also das ist für mich der ganz klassische Fall für APO. Also außer bei parlamentarischer Opposition. Schön, dass es die Partei gibt, aber ich brauche die nicht in irgendwelchen Parlamenten. Also, vielleicht, wie du schon sagst, diese EU-Einsitzdinger, mein Gott. Da sitzt halt auch jeder drin, dann können da auch die drin sitzen. So, weißt du, was ich meine? Aber das wäre jetzt nichts für irgendwie im Parlament mit effektiver Stimmgewalt für irgendwelche Entscheidungen für mich. Mhm. Gut, wenn ich so drüber nachdenke, 5% sind dann vielleicht fast schon zu viel, weil da kriegt man ja mehr als nur einen Sitz im Bundestag zum Beispiel. Exakt. Ja, also, ja, so ein, zwei Sitze sind okay für die Partei, aber mehr, da bin ich mir nicht sicher, ob das so gut ist. Aber wenn sie ein oder zwei Sitze haben, dann ist es eigentlich genau richtig, weil die sind auch ganz nützlich. Vielleicht ein bisschen fürs Agenda-Setting so gelegentlich, dass da mal kreuzwild in deren Köpfen mal doch ein Vorschlag vielleicht mit bei ist, den man zumindest mal diskutieren kann. Ja, sie machen vor allem aufmerksam auf Missstände, ne? Ja, das ist halt so ein Thema. Kann man schon quasi mitnehmen, also ich möchte in ihre Daseinsberechtigung nicht absprechen, aber ich bin kein Fan davon, Politik mit satirischen Mitteln zu betreiben. Ja, mit ihrem Humor kriegen sie halt Leute, die ernste Parteien halt nicht kriegen, ne? Das heißt, man kriegt halt eine neue Zielgruppe mit ins Boot. Deswegen sage ich ja, Legitimation als solches ist irgendwo da, aber wie gesagt, ich betrachte Politik nicht als Scherz. Also das divergiert ganz, 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 ganz krass mit dem, was ich davon vorstelle. Also im Wahlkampf und dann den Leuten eins reinzuwirken, immer gerne. Ein bisschen Mobbing geht klar, aber so inhaltlich Scherze zu betreiben, ist nicht so meins. Das ist so Scherzhaftereien und so Schelmtum. das ist nicht so meins. Also von daher, ja, soll's geben und im Europaparlament stören die mich jetzt auch nicht so großartig. Wenn sie über eine gewisse Stimmengrenze nicht hinausgeht, mein Gott, sind halt da. Braucht aber nicht erwarten, dass ich da auch noch irgendwas mit der zu tun habe. Also, die kriegt weder meine Sympathien großartig, die kriegt noch gar nicht meine Stimme und ist recht kein Mitgliedsantrag von mir. Gut, okidoki. Haben wir das, denke ich, mal geklärt. Das heißt, machen wir Schluss für heute. Wir haben dann in der nächsten Folge zur nächsten Woche nochmal ein paar Skillu-Festspiele für euch. Oh ja. Und da auch wieder ganz, ganz geile Fragen mit dabei. Dementsprechend, also ich würde die Skillu-Festspiele auch nicht so mitnehmen, wenn die Fragen nicht so geil wären. Dementsprechend freut euch schon mal auf nächste Woche, auf die Skillu-Festspiele. Danke fürs dabei sein. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder, dann zum entspannten Talk. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, haut rein und ciao. Genau. Tschüss.
Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.